Der Verlust von etwas, das wir lieben, oder von jemandem, der uns sehr am Herzen liegt, kann uns großen Schmerz bereiten. Um den Verlust zu akzeptieren und den Schmerz zu überwinden, durchlaufen wir oft 5 Phasen der Trauer. Verleugnung, Wut, Verhandeln, Depression und schließlich Akzeptanz. Zuerst kommt die Verleugnung oder das Nicht-Wahrhaben-Wollen. Wenn wir einen Verlust erleben, fühlen wir uns schockiert und betäubt und leugnen dann einfach, was passiert ist. Die Weigerung, die Wahrheit zu akzeptieren, schützt uns vorübergehend vor all den negativen Gedanken und Folgen der Tragödie. Die Verleugnung gibt uns ein wenig Raum zum Atmen. Dann kommt die Wut. Wir fühlen uns wütend und nachtragend und geben oft uns selbst oder anderen die Schuld an der Katastrophe. Wut schirmt uns vor dem Schmerz ab. Wir fühlen uns weniger verletzlich und haben die Situation besser unter Kontrolle. Dann gibt es das Verhandeln. Es ist ein Versuch, die Kontrolle wiederzuerlangen und die Realität des Verlustes zu bewältigen. Wir versuchen, Versprechungen zu machen oder Lösungen von außen zu finden, um das Unumkehrbare irgendwie rückgängig zu machen. Wenn man sich des Verlustes bewusster wird, folgt die Depression. Wir durchleben Gefühle der Traurigkeit und Verzweiflung. Wir ziehen uns von anderen zurück. Wenn wir uns der Realität stellen, kann die Depression uns helfen, unsere Trauer zu verarbeiten. Die Heilung kann beginnen. Schließlich kommt es zur Akzeptanz. Wir arrangieren uns mit dem, was geschehen ist. Das heißt nicht, dass wir vergessen, aber wir finden einen Weg, den Verlust in unser Leben zu integrieren. Wir können nun die Erinnerungen an die verlorene Person in Ehren halten und nach vorne blicken, weil wir wissen, dass das Leben weitergeht. Akzeptanz bedeutet jedoch nicht, dass es vorbei ist. Trauer ist eine komplexe emotionale Reaktion auf einen Verlust, insbesondere auf den Verlust eines geliebten Menschen oder von etwas, das für uns von großer Bedeutung ist, wie zum Beispiel ein Arbeitsplatz. Dieser Prozess ist bei jedem von uns einzigartig und verläuft nicht immer linear. Oftmals fallen wir zurück, durchlaufen einzelne Phasen erneut oder erleben ganz neue Gefühle. Manchmal kann es sich so anfühlen, als würden wir einen Rückschritt machen, aber mit der Unterstützung anderer und jedem neuen Tag wird die Zeit helfen, unsere Wunden zu heilen. Elisabeth Kübler-Ross, eine Psychiaterin, die Menschen im Angesicht ihres eigenen Todes unterstützte, beobachtete die 5 Phasen in den 1960er Jahren. Später schrieb sie: Die schönsten Menschen, die wir kennengelernt haben, sind diejenigen, die Niederlagen, Leiden, Kämpfe und Verluste erlebt und ihren Weg aus der Tiefe gefunden haben. Was denkst du? Hast du jemals einen großen Verlust in deinem Leben erlebt? Und wenn ja, hast du diese 5 Phasen durchlaufen oder hast du einen anderen Weg gewählt, um damit umzugehen? Bitte teile uns deine Gedanken und Einsichten in den Kommentaren unten mit. Wenn dir gefällt, wie wir komplizierte Ideen in einfachen Zeichentrickfilmen erklären, kannst du uns unterstützen. Besuche patreon.com/sprouts. Schau einfach vorbei und erfahre, ob es für dich passt und was du davon hast. Wir hoffen, dich dort zu sehen.